damit herzlich willkommen zum Champions League Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool. Heute ausnahmsweise nachmontiert, weil die eigentliche Aufnahme keine Leitung aufgenommen hat und ja, das kann ist unter meiner Würde eben. Ja. Und nach mehreren täglichen Versuchen, wo nicht ungefähr der gleiche Spielstand rauskam, also zumindest Endresultat, wer weiterkam, sind wir jetzt wieder am Nachkommentieren am Ende gelandet und jetzt die Bayern weit nach vorne, Lewandowski hoch auf Kingsley Coman, ein Foul von hinten und das gibt die gelbe Karte für Trent Alexander-Arnold. Klares Foul und Freistoß für Bayern München. Coutinho in die Mitte und Alisson richtet aus dem Tor und fängt sich den Ball aus der Luft und schlägt den Ball jetzt weit weg. Kingsley Coman. Fabinho. Auf Wijnaldum. Thiago. Coutinho. Tolisso. Jetzt zu Lewandowski. Das war ganz gefährlich. Und jetzt Origi. Origi gegen Süle. Und auf Fabinho. Fabinho auf Henderson. Fabinho. Fabinho vom Tor. Schuss aber. Neuer kann den Ball noch ein bisschen ablenken. Wenn dann das im Kasten landet. Und jetzt Jadon Sancho. Oder Lewandowski. Und auf Sancho. Da kommt allerdings nicht an der Liverpooler Verteidigung vorbei. Jetzt Origi. Origi lässt die Bayern-Spieler hinter sich, schießt und Neuer lenkt den Ball ins Tor aus. Und das Eckball für den FC Liverpool. Ecke in die Mitte. Und der Ball wird erstmal rausgeschlagen. Lewandowski auf Coutinho. Jetzt runter zu Jadon Sancho. Er hat jetzt sehr viel Platz. Wird auch gleich mit einer Flanke kommen. In die Mitte. Lewandowski vom Tor. Und Robert Lewandowski unter die Latte und drin ist. 1-0 für den FC Bayern München. Das war auf alle Fälle ein voller Erfolg. So will man es beim FC Bayern sehen. Und jetzt ist der FC Liverpool erstmal in die Ecke gedrängt. Wobei, also richtig kann man es sagen, bis jetzt wird es nur in die Verlängerung gehen. Und jetzt Origi. Origi. Gefährliche Situation für den FC Liverpool, allerdings ohne Erfolg. Und jetzt Coutinho. Lewandowski. Hoch zu Tolisso. Und der Ball wird jetzt erstmal weggeschlagen. Origi auf dem Flügel. Xherdan Shaqiri. Ex-Bayern-Spieler gegen Boateng. Und Boateng mit einer Grätsche von hinten, aber keine Karte, aber der Freistoß für den FC Liverpool. Jetzt Kolarov. Neuer faustet den Ball raus. Allerdings gibt es eine Ecke für den FC Liverpool. Und Ecken sind bekanntlich immer gefährlich. Und Neuer kommt aus dem Tor und fängt den Ball aus der Luft. Und jetzt landet der Ball weit vorne. Und guter Angriff für den FC Bayern München. Jadon Sancho. Sancho mit zu Lewandowski schießt. Und der Ball nicht im Tor. Glück für den FC Liverpool. Das hätte anders aussehen können. Und jetzt Alisson. Weit nach vorne. Jadon Sancho. Lewandowski. Und jetzt Origi. Shaqiri. Xherdan Shaqiri an Tolisso vorbei. Und jetzt Xherdan Shaqiri schießt! Und Neuer lenkt den Ball in. Ne? War noch außer. War scheinbar noch am Außennetz. Jetzt Neuer. Schlägt den Ball weit nach vorne. Allerdings zum falschen Mann. Weshalb jetzt Liverpool wieder angreifen kann. Sadio Mané über den linken Flügel. Mané. Da hätte Origi
besser zum Ball hinlaufen können oder müssen, um hier ein Tor zu erzielen. So war die Chance ungefährlich, aber Liverpool wieder im Vorwärtsgang. Kolarov, Origi und freistoß Situation für den FC Liverpool. Und Kolarov direkt drauf, Mané zu Fabinho und drinnen. 1:1 für den FC Liverpool. Der Ausgleich ist da und damit auch das Auswärtstor. Das Auswärtstor, was jede Menge entscheiden kann. Denn Bayern brauchen jetzt 2 Tore, um weiterzukommen. Und ja, das ist auf alle Fälle kritisch, das zu erreichen, weil 2:1 würde nicht Verlängerung bedeuten, sondern das komplette Aus. Jetzt Alaba zu Coman. Kingsley Coman an Arnold vorbei. Coman über den linken Flügel. Kingsley Coman in die Mitte zu Sancho. Und der haut das Ding mit einer Wucht ins Tor. Jadon Sancho 2:1. Bayern München weiter im Spiel. Und hier dürfte wohl erstmal zur Halbzeit nicht viel passieren, es sei denn, Liverpool kann jetzt einen ganz schnellen Angriff hinlegen. Jetzt Henderson. Im Fehlpass. Sancho. Jadon Sancho. Lewandowski. Grätsche von hinten. Und der Schiri zögert nicht lang und gibt Fabinho den gelben Karton. Und jetzt Freistoß für die Bayern. Coutinho kann Freistöße, aber der Ball landet neben dem Tor und da ist auf der Halbzeit Pfiff und mal sehen, was uns die zweite Halbzeit so bringt. Und die zweite Halbzeit fängt nun an und direkt mit einem Fehlpass von Liverpool, aber auch mit einer Grätsche von Henderson und der gelbe Karton gewinnt diesmal Jordan Henderson und Freistoß für die Bayern. Jetzt Pinaldo. Shaqiri wird hier von den Bayern geholt und jetzt gibt es für Jerome Boateng die gelbe Karte. Mit der letzten Aktion von ihm ein bisschen Glück gehabt, aber jetzt fackelt der Schiri nicht lange und gibt ihm auch die gelbe Karte. Und jetzt Freistoß in die Mitte. Und gefährliche Situation, aber nicht ganz präzise der Kopfball. Und deswegen kein Tor. Jetzt Philippe Coutinho. Lewandowski wird hier wieder von den Beinen geholt und es geht Freistoß. Jetzt Coutinho und Lewandowski. Leeres Tor und danach 3:1 für Bayern München. Und damit wendet sich dann jetzt weiter. An der Mauer vorbei. Alisson springt zur Seite hinweg, aber der Kasten ist eben leer. Und der Ball liegt auf Lewandowskis Füßen. Souveräne Aktion und ein souveränes Tor. 3:1 für Bayern München. Jetzt Kian. Und der Ball im Aus. Und jetzt Einwurf. Jadon Sancho. Kimmich. Van Dijk. Jetzt Henderson. Fabinho. Regie. Und Neuer hat jetzt den Ball. Origi. Mané. Liverpool weiterhin gefährlich. Sadio Mané. 3:2. Sadio Mané macht die Bude. Liverpool scheint jetzt weiter. Und zu viel Platz. Da kann selbst Neuer nichts mehr gegen machen. Und Wechsel bei Bayern München. Lars Lucas May in der Partie jetzt für einen Jerome Boateng. Man will wohl hier scheinbar nicht riskieren, eine Gelb-Rot-Sperre zu bekommen. Vor allem Liverpool, starker Gegner. Da kann jeder Platzverweis
werden die Entscheidung bedeuten. Und jetzt Mai zu Alaba. Coman dribbelt sich da durch. Kingsley Coman. Coman auf Tolisso. Schießt. Und jetzt Robert Lewandowski mit was für einer Wucht. Haut er das Ding einfach wieder mal in das leere Tor. Jadon Sancho mit der Vorlage. Und ja, mit waffender Kraft, der da einfach drauf zimmert auf das leere Tor. Die Freude ist groß und jetzt Gnabry Keita in der Partie für einen Jordan Henderson. Und man will jetzt wohl ein bisschen mehr so wie eine Offensive stärken, dass die Bälle auch mal nach vorne hinkommen. Und jetzt gefährliche Situation. Ja. Fabinho. Keita. Origi. Und jetzt Ball erstmal rausgeschlagen. Und eine Abseitsstellung von Origi. Und Wechsel bei Bayern München und Liverpool. Leon Goretzka für Corentin Tolisso in der Partie. Und jetzt langer Ball von Neuer. Und in der Partie Klein für Kolarov. Und Platz war weiß. Gelb-Rot für Trent Alexander-Arnold. Damit Liverpool in Unterzahl. Das ist auf jeden Fall ein schwerer Schlag. Liverpool mit einem Wechsel. Joel Matip jetzt in der Partie für einen Fabinho. Jetzt Coutinho. Van Dijk schlägt den Ball erstmal weg. Mai weit nach vorne, aber ein Tor aus, Abstoß für Alisson. Jetzt Keita. Kimmich. Zu Sancho. Wechsel bei Bayern München. Andrea Belotti für Felipe Coutinho jetzt in der Partie. Man will wohl noch mal ein bisschen versuchen, hier ein Tor mehr zu erzielen, um auch wirklich sich auf Nummer sicher gehen zu können. Aber Origi steht jetzt vorm Tor. Freies Tor. Und neuer Foul. Sieht den Ball ins Tor aus. Aber der Ball bleibt gefährlich. Ein Eckball. Und Neuer fängt den Ball jetzt aus der Luft. Kings. Sancho. Und Mané. Origi. Und Origi kommt da nicht durch. Jetzt Belotti. Haut den Ball weit nach vorne. Und jetzt Robert Lewandowski. Robert Lewandowski gegen Van Dijk. Und Lewandowski gegen Alisson. Und Ball am Außennetz. Damit nicht das 5:2. Und Liverpool wird jetzt einiges nach vorne werfen müssen, wenn sie hier noch weiterkommen wollen. Und Keita. Und Süle zu Thiago. Haut den Ball weit nach vorne. Keita. Süle. Thiago. Auf Sancho. Belotti. Das Spiel ist so gut wie vorbei. Jetzt Goretzka. Leon Goretzka auf Lewandowski. Und der Ball holt mit ein bisschen Glück in den Kasten. Robert Lewandowski mit seinem 11. Tor mit Glück. Und Leon Goretzka mit der Vorlage. Sehr viel Glück bei dieser Situation. 5:2 Bayern München. Und das war's. Abpfiff, der Schiedsrichter beendet die Begegnung. Und damit ist der FC Bayern München in der nächsten Runde. So löse ich auch mal auf. Die erste Aufnahme, wo der Toni aufgenommen hat, war ein 4:0 Erfolg eigentlich, aber ja, nach 4000 Versuchen, wo Liverpool weitergekommen ist, sind wir immer so weit gekommen. Ja, dann die besten Spieler, Lewandowski und Mané, das Spiel spielt Robert Lewandowski. Ja, und am Ende weitergekommen sind Juventus Turin im Gesamtstand von 4:1. Der FC Arsenal aufgrund von der Auswärtstorregel. Real Madrid hat das Ding noch gedreht. Natürlich auch unsere Wenigkeit.
Valencia CF in der nächsten Runde und Manchester United sehr eindeutig. Dortmund, wie erwartet, draußen und Atletico Madrid macht das Ganze ganz knapp. Nochmal interessenshalber die UEFA Youth League. Ja, euch erstmal suchen, wo sind wir überhaupt? Hier gegen den FC Porto. Ja. Geschichte des Interviews. Typische Frage. Selbst die Medien kriegen nicht mit, wer eingewechselt wurde. Hier noch die Auslosung und Juventus Turin am Anfang mit dem Heimrecht gegen Valencia CF, also da dürfte Juve so den Vorteil haben. Dann Atletico Madrid trifft auf Manchester United, dann Real Madrid CF, wieder ein spanisches Team mit Heimrecht gegen den FC Barcelona, das El Clasico. Und jetzt, wer kriegt das Heimrecht? Das ist der FC Arsenal. Und dieser empfangen unsere Wenigkeit, den FC Bayern München. Ja, dürfte hoffentlich in einigermaßen einfach sein. Ja, aber alles kann passieren. Und ich würde dann noch sagen an dieser Stelle, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Damit tschüss. Bis zum nächsten Mal.